Moin Leute und willkommen zurück beim Pokémon Trading Card Game. Im letzten Part sind wir nicht hier geblieben, sondern waren eigentlich da drin. Ich habe ein bisschen weitergezogen, mich ein bisschen eingeguckt, auch ins Deck, Tagebuch nicht, denn ist eine Weile her, dass ich das Trading Card Game gezockt habe. Außerdem würde ich gerne nochmal gucken, Nature Deck. Das war es mit Bisaknosp, ne? Bisaknosp sehe ich. Golbat. Parasect. Ich glaube, ich baue mir mal ein neues. Aber ich glaube, erst im nächsten Part. So, das GR-Deck war richtig. Nein, nicht speichern. War das. Wir gehen mal in die Pflanzenfestung und finden... Oh, was? Du, komm her! Du bist kein Mitglied von Team GR. Es scheint auch, dass du ein paar Pokémon-Karten besitzt. Das ist gut. Ich würde gerne deinen Kampfstil sehen. Ist es möglich, dass du vielleicht meine dunklen Pokémon besiegen kannst? Duellieren wir uns, Keldi. Starten wir die 6-Preise-Duell. Moment mal. Der Mystery GRX. Ronalds GRX, der könnte es sein. Ah, höchstwahrscheinlich nur Ronald. In der Tarnung. Gucken wir mal, was ziehen wir denn? Wir ziehen Vulpix. Ist schon mal nicht schlecht. Und ein Poketrader. Und wir haben eine Energiesuche. Es gibt schlechtere Starthände. Slimer darf anfangen. Trickery. Das ist die spezielle Kraft von... Wie heißt das Pokémon nochmal? Radfratz. Vom dunklen Radfratz, glaube ich. Schillock. Schillock ist falsch. Wir machen auf jeden Fall Energiesuche. Holen uns eine Feuerenergie, denn ich würde gerne was probieren. Denn wenn ich im nächsten Zug noch nicht, jetzt nicht abkacke, denn das Slimer kann eine relativ fiese Attacke. Jetzt achtet. Sticky Hands, wenn er den Kopf wirft, was er tut, können wir glatt nochmal neu anfangen, denn ich möchte dieses Duell unbedingt gewinnen. Oh. So, das kennt ihr ja schon. So, hier, ja, okay. Ach so, wir haben hier ja gespeichert. Richtig, die Festung, 6-Preise-Duell. Sterndu, das ist nochmal ein wesentlich besserer Anfang. Schicki, auch nicht schlecht. Na also, der Start gefällt mir doch schon viel besser. So, wir verkacken schon mal. Mauzi! Pflanzenenergie kann nicht angreifen. Feuerenergie. So. Slap! Einmal drauf. 20 Schaden. Sehr schöne Karte, um anzufangen. So, Bild darf 2 Karten ziehen. Bitte die Maus aus dem Bild bewegen. Recycle-Energie. Bei. Ah, du wirfst. Eine Münze. Okay, bei Kopf 20. Und bei Zahl keinen Schaden. Achso, das Duell ist schon vorbei. Zack. Und Slap und gewonnen. Relativ einfach. Unterschied seht ihr ja vielleicht zum letzten Part. Ich glaube, im letzten Part hatte ich noch die Webcam dabei, ne? Mit der Queen und so. So. Du hast mich wirklich einfach besiegt, Kelly. Tja. Ich bin's, Ronald. Bist du überrascht? Nein. Ich habe diese Vertarnung benutzt, damit ich die Aktivitäten von Team GR hier untersuchen kann. Nimm die Booster Packs. Hoffentlich helfen sie dir, Team GR zu besiegen. Ambition. Okay, was ist drin? Ein Lavados Dry Up. Ah. Also praktisch die Karte gegen Wasser. Wir nehmen die gegnerischen Pokémon, wir werfen Münzen, bis wir Zahl werfen. Für jedes Kopf dürfen wir eine Wasserenergie vom Pokémon entfernen, falls es welche hat. Feuerflügel, 50 Schaden. Dunkles Enteron, das ist fies. Dunkles Dragonier? Evolutionary Light. Jedes Mal wegen deines Zugs kannst du nach einer Evolutionskarte suchen. Zum Gegner zeigen und in die Hand nehmen. Danach das Decken mischen. Geht nicht. Das ist ja mies. Also kann man sich immer eine Entwicklung suchen. Die ist fies. Schlurp. Da ist es! Unser Super Schlurp! Aus dem letzten Trailing hat Game Sleep. Einschlafen. Schlaf und Giftpuder. Dunkles. Good Gas Attack. Rocket Booster, was ist da drin? Was bist du denn für eine Orsana? Ach so, mit Wasser. Das ist ja fies.
Ein Psycho-Pokémon, was mit Wasserenergie angreift. Dunkles Lamara, Tauros, dunkles Aquana. Was kann das Dunkle eigentlich? Rage und Playing with Fire. Energiekarten. Für jede dürfen wir. Achso, bei Kopf eine Energiekarte und 30 plus 20. Bei Zahl macht die nur 30. Ach ja, das war's. Denke ich aber, Carpador. Ich habe viele Informationen über Duelle für Team GR gesammelt. Sie benutzen dunkle Pokémon in ihrem Deck. Sie nehmen nur gegen Herausforderer unter bestimmten Bedingungen. Außerdem haben manche spezielle Duellregeln. Wenn du diese Regeln im Hinterkopf behältst, kannst du sie für so einen Vorteil nutzen. Andernfalls wirst du schwer für dich sein zu gewinnen. Jedenfalls, ich sehe dich. Ich werde weiterspielen. Viel Glück, Kelly. Und um mich ein bisschen einzuzocken, habe ich mich ein bisschen umzugucken. Hat nichts zu sagen, will nur später mit uns duellieren, tauscht ein Bisaflor 37 gegen 67 und hat nichts Besonderes zu sagen. Mal gucken, gibt irgendwas im Mini kommt. Neue Mails, Deckdiagnose von Dr. Mason, Schritt 3, GRs Nummer 4 Deck, langweilig, Game Center die Blackbox, ein Slimer Level 10 bekommen wir, okay, ja, dankeschön. Ein Omod Level 22. Ja, stimmt, da haben wir ja Karten reingetan. Das Omod. Wenn dein Pokémon aufgeht, können wir den austauschen. Danach, wenn ich welche habe, tauschen wir die auch aus. Regenbogenbruder. Bei Kopf ist es paralysiert, bei Zart ist es vergiftet. Nicht schlecht. Unten Knofensa Level 10. Okay. Instanzporn, Nidoran Level 20. Kennen wir ja, gefährliches Horn, bei Zahlen macht sie nichts. Und ein Bluebella Level. Bluebella, natürlich ein Bluebella. Ne, ein Oddish, wie heißt's? Mirapla. So, Team GR Center, Bills Computer, was kriegen wir? Machomai! 54, was kann das denn? Explosion of Range, wir werfen. Ah, okay, das heißt, wir werfen zu den Schadenspunkten, die Machomai hat, Münzen. Und für jedes Mal Kopf 10 mehr. Flying Away. Wenn ein Pokémon auf der Bank hat, nimmt sie eins von ihnen und tauscht es mit dem Verteidigenden aus. Schaden wird vorher angewandt. Das ist ja lustig. Das ist echt eine schöne Karte. Dankeschön. Kartenkatalog brauche ich nicht. Deck Record Link. GR2 Starter Deck. Nature GR1. GR4 ist nicht gespeichert. Ach, das war das Deck. Ja, okay. Das würde ich sowieso gerne dismanteln. Nein, möchte ich nicht speichern. Ich stelle mir mal ein neues. Entschuldigung. Das Pikachu hätte ich ganz gerne. Vorher nehmen wir erstmal das Raichu, warten, bis wir das andere bekommen. Magnetino, Magneton ist kacke. Elektroball. Energiespitze, Basenergiekarte und sie an einem Pokémon. Das ist eigentlich auch lustig. Haben wir aber nur eins. Das Elektrik kann wenig, nehmen wir aber trotzdem eins mit. Blitzer brauchen wir nicht. Dunkles Blitzer brauchen wir auch nicht. Psycho-Pokémon. Dunkles Kadabra, dunkles Simsala. Dann Vanish. Wir dürfen Abrams Deck mischen. Hat 40 KP, ist auch das Stärkere, deswegen nehmen wir 3 davon mit. Fleckmon, die brauchen wir nicht. Nebulak Alpollo, auf jeden Fall ein Nebulak. Unser gutes. Moment, wir haben wir das gute Alpollo? Ne, haben wir nicht. Wir haben aber das coole Hypno. Was kann das eigentlich? Mindshock. Schwäche und Resistenz werden nicht angewandt, ja, das brauchen wir nicht. Was kann das denn? Das ist auch relativ risikohaft. Entweder schläfern wir uns oder den Gegner ein. Ich nehme gerne davon aber 3 mit. Nebulak, Alpollo sind weg. Wir haben relativ wenig Pokémon. Dann nehmen wir so lange noch ein paar Normal-Pokémon mit. So, was ist denn fest denn jetzt? Der Kopf, eine von den gegnerischen. Ach so, tauschen wir aus. Dodo Schlurp auf jeden Fall. Tauros 3 Stück. Solange würde ich auch sagen, nehmen wir Blitzer mit ins Deck. Am besten beide einmal. Dunkelblitzer kann man bestimmt auch gebrauchen. Tränke.
Energieabsorger auf jeden Fall. Energiezugewinnung finde ich auch ziemlich gut. Nehmen wir eine mal mit von beiden. Professor Eich kann man gebrauchen. Trank geht immer. Super Scoop Hub. Alle Pokémon. Nehmen wir eins von den Pokémon und nehmen sie und alle Karten in die Hand. Nicht schlecht. Challenge brauchen wir nicht. Super Energiezugewinnung. Super Energieabsauger. Sehr fiese Karte. Nehmen wir mit. Defender hätte ich gerne eine Wirbelwind. Geheimnisfossil. Full Heal brauchen wir nicht. Sleep. Plus Power. Tausch. Aufwisch. Poke Trader auf jeden Fall. Den Pokédex brauchen wir nicht. Poke Centers Kacke. Goop Gas Attack. Alle Pokémon werden ein bisschen. Nee, was sind wir? Bill auf jeden Fall. Rocket Sneak Attack. Dann hätte ich ganz gerne logischerweise 10 Elektroenergie oder machen wir 11 und 12 Psychoenergie. Das ist. Speichern wir das? Ja, das ist das Blast Deck. Oder nee, das Bankrock. Das Bankdrücker. Bankrocker. Genau, das Bankrocker. Wir rocken die Bank des Gegners mit Schaden. Bank. R. Bank. Rock. Das Bankrocker. Das schreiben wir hier hin. Wählen wir aber noch nicht aus, weil es noch nicht ganz fertig ist. Außerdem sind wir in der Pflanzenarena. Da würde ich ganz gerne den Gegner. Und das ist. Moment, das ist doch Uli! Für Pflanzenclubmeister, ne? Guten Nachmittag, bist du Keldi? Ich bin Melissa, eine der Mitglieder von Team GRs Pflanzenfestung. Schön, dich endlich kennenzulernen. Ich habe aber erwartet, dass du kommst. Nach Team GRs Regeln musst du mich besiegen, um diese Tür zu öffnen. Also, wirst du dich mit mir duellieren? Gewinn und du bekommst neue Karten. Natürlich kannst du außerdem weitergehen und diesen Typen hinter mir befreien. Ist er nicht der Meister des Wissenschaftsclubs auf eurer Insel? Er kann gehen. Wenn du mich natürlich besiegst. Okay, Melissa, machen wir so. Okidoki, wir werden ein anständiges oder ein erfreuendes Match mit 4 Preiskarten haben und... Ja, sie hörte sich wie ein kleines Mädchen an. Sie ist ein kleines Mädchen. Mal schauen, 7 Karten. Was ziehen wir so am Anfang? Carpador, aber kein Gyarados. Ha, kein Gyarados. Aber ein Kopf und wir ziehen eine Feuerenergie. Okay, nicht das, was ich jetzt brauche. So, einmal werfen. Die Pokepower von dem, kennt ihr ja mittlerweile, Hornliu auf die Bank, Raupi auf die Bank, hat ein Insektendeck. Trickery kennt ihr mittlerweile, man darf einen der Preise austauschen. Ruckzuckieb ist auch klar. 20 Schaden. Damit können wir uns davon schon mal verabschieden. Energiesuche. Ich hätte in der nächsten Runde ein Pokémon gezogen. Sogar 2 Stück. Na egal, Dreschflegel. Ganze 20 Schaden und kann Carpador oder was anderes in der nächsten Runde immerhin besser machen. Ruckzuckieb ist der Abschied vom ersten. Damit wäre das Carpador raus. Das zweite kommt rein und wir ziehen auch in der nächsten Runde noch eine Energiekarte. Wir ziehen noch eine Energiekarte. Ja, leck mich doch am Zückerli. Jetzt kommt Giftstachel und ich wette, bei unserem Glück sind wir vergiftet. Oh! Gut, das trifft schon mal nicht zu. Hoffentlich ziehen wir jetzt auch ein Schicki. Perfekt. So, Tackle. Hoffentlich werden wir die nächste Runde nicht vergiftet. Wäre ärgerlich. Okay, Safcon, grünes Schild. Okay, was war die Schwäche von sämtlichen Pflanzen-Pokémon ist ignoriert. Das heißt, wir können so viele Feuer-Pokémon nutzen, wie wir wollen. Das ist dem komplett egal. Natürlich nicht, solange es vergiftet, paralysiert oder verwirrt ist. Der Poké-Trader. Wisst ihr was? Wir machen jetzt das einzig Richtige. Tauschen aus Skullbash und warten, bis wir ein Pokémon ziehen, was wir gegen Gyarados austauschen können. Es sei denn, wir ziehen Gyarados. Dann tauschen wir es nicht.
Natürlich, wir ziehen Porenta. Dankeschön. So, und tauschen das aus gegen, nicht gegen Shilok, nicht gegen Volnona, sondern gegen Garados. Weil Garados ist OP. Zack, Skullbash und Shiggy macht seinen Job. Nutzt den Austausch, ausgenockt. Wir ziehen noch einen Shiggy, Safcon, Sichlor auf die Bank. Energie in Sichlor, mysteriöses Puder. Bei Kopf sind wir verwirrt. Das ist ja ein cooles Safcon, was uns verwirren anstelle von paralysieren kann und sämtliche Schwächen ignoriert. Wenn man sie ignorieren lässt. Shilok! Hammer gut. Wir entwickeln natürlich. Und machen Blubber, weil wir keinen Surfer machen können. Aber wir können es paralysieren. Das ist doch auch gut. Zack, Paralyse. Und weg. Doppelte farblose Energie an Sichlor kann ich angreifen, da paralysiert. Wasserenergie ist, glaube ich. Ups. Na egal, kann Shilok ein bisschen machen. Wiegen wir ihn weiter in Sicherheit. Denn ich glaube kaum, dass irgendein Pflanzen-Pokémon die besondere Fähigkeit hat, uns hier argwöhnisch in Gefahr zu bringen. Durch seine Fähigkeit, Pokémon auf der Bank Schaden zu machen. Wobei ich das auch schon erlebt habe. Boah, ich bin doch auch nur ein Hektik. Ein richtig hektischer Sack. So, wir machen Surfer. Zack. Machen Schaden, besiegt. Einen Preis, es kommt Sichlor und es kann Schlitzer. Zack. Und jetzt kann ich sowieso nichts mehr falsch machen. Ich muss nur noch Garados einwechseln. Jetzt dem Ding bitte eine Pflanzenenergie, eine Wasserenergie geben und Drachenwut. 50 Schaden, eigentlich 40, aber es ist Garados. Denen ist das komplett egal. Schlitzer, ach, wir haben eine Pflanzenschwäche, richtig. Na egal. Zack und weg. Es ist Garados, ich bitte euch. Sieg. Und damit eine nette Abwechslung. Hat eine Pflanzenschwäche anstelle von Elektro. Okay, ich denke, ich habe verloren. Ein Rocket Booster. Hoffentlich gute Karten. Dunkles Glurak. Dafür brauchen wir aber ein dunkles Glutexo. Nailflick. Einmal 10 Schaden. Das kann nichts. Wir werfen zu den Feuerenergiekarten. Ah, okay. Das heißt, wir werfen so viele Münzen, wie wir im... werfen so oft Münzen, wie wir Energiekarten auf Glurak haben. Für jedes Mal Kopf wird eine entfernt, die 50 Schaden macht. Fies. Dunkles Aquana, Omanite, Tauros, Magnetilo, Dicta Abra, Glumanda, dunkles Radikal. Ich habe mein Bestes getan. Ich habe keine... Weil du mein Deck besiegt hast, werde ich die Tür öffnen. Rick wird gehen können aus seinem Käfig und weg. Danke für die Hilfe, Kelly. Bitte nimm diese Karte als Danke für deine... Es ist ein hungriges Relaxo. Ist das ein Pokémon? Ja, es ist. Mit 100 KP. Essen. Ein Food Counter auf Relaxo. Du kannst keine Food Counter auf Relaxo bringen, wenn er schon 2 hat. Also Essenszähler. Wenn du diese Attacke machst, kannst du so viele Essenszähler von Relaxo entfernen, wie du möchtest. Wenn du das machst, macht diese Attacke 20 plus 30... Plus 30 für jeden Essenscounter, den du drauf hast. Ich hoffe, du hast so viel Erfolg mit diesen, mit den zukünftigen Duellen. Ich gehe zurück in den Wissenschaftsclub. Kommen wir wieder zurück, wenn du auf die Insel kommst. Ich hätte gerne ein Duell mit dir, wenn du Zeit hattest. So, genau, ich werde den nächsten auch herausfordern. Der ist hier. So. Also hast du es endlich hierhin geschafft, hä, Kelly? Ich bin James. Aber man kennt mich viel besser nach einem anderen Namen. Ahem. Und das ist GR Nummer 1. Ich werde dieses Spiel definitiv nicht verlieren. Wenn ich das mache, ist es unmöglich, dass der König von Team GR mir vergeben wird. So. Okay, und wieder zurückverwandeln. Komm schon, auf geht's, Kelly. Möchte ich mich gegen James duellieren? Ja, auf jeden Fall. 4 Preiskarten. Ich zeige dir die wahre Stärke meines Decks. Das Forest Fiend. Okay, also Waldbösewicht, wenn man möchte. So. Ein Carpador und wesentlich interessanter das Porenta. So. Wir werfen nicht Kopf.
und Bisasam. Was kann das denn? Und er zieht das dunkle Bisaflor. Das ist nicht. Das hat einen Pokéball vor sich. Poké. Okay, Gyarados incoming. Lauchschlag macht seine 30 Schaden, was sehr gut ist. Zweite Energie. Wir sind vergiftet, weil Giftsam. Ich glaube, so hieß die Attacke. Wir ziehen Energiesuche. Ich hätte einen Turtok gezogen, okay. Aber ich gehe mal sehr davon aus, dass wir innerhalb des nächsten oder übernächsten Zuges ein Pokémon ziehen. First Aid. Wenn das Schaden hat, können wir einen davon entfernen. Das ist ja echt fies. So ein richtig mieses Bisasam. Aber Igelsam ist stärker. So, Poké Trader. Sternduf für Gyarados. So, Wasserenergie an Carvador. Ich. Komm, okay, für die eine Energiekarte lohnt es sich jetzt nicht zurückzuziehen und irgendwelchen Schaden an Gyarados zu bekommen. Vor allem, wenn er es zum dunklen Bisaknopf entwickelt. Wenn Bisaflor sich zurückzieht, können wir ein Pokémon des Gegners nehmen. Ach so, wenn er sich zurückzieht, darf er auch zurückziehen, darf uns auch eins. Macht 10 Schaden zu drei ausgesuchten Pokémon. Okay, 20. Ach so, die kann der auch verteilen, wie er möchte. Das ist ja fies, rein theoretisch hätte der jetzt also meinen Carpador vor dem Entwickeln hindern können. Tja, in diesem Sinne, Drachenwut! Das ist auch ein geiles Bisaknosp. Ich hätte auch gern das dunkle Bisaknosp. Und das dunkle Bisaflor, weil sie nicht frighten. Okay. Ich wette, wir dürfen eine von unseren Attacken nicht benutzen, oder? Nee, falsch. Oder können uns nicht zurückziehen, keine Trainerkarten benutzen. Was war es nochmal? Ich weiß es nicht. Gyarados regelt trotzdem. Oh, hast du was Gutes gezogen? Ein Zubat. Okay, lässt sich eine Runde länger überleben. Ich glaube, der Effekt war, dass ich keine Trainerkarten benutzen kann. Und ich ziehe sowieso nur Energiekarten. Egal, Drachenwut. Gyarados regelt. So, nächste Energiekarte gezogen. James verkackt. Da kommt der Biss, weil ich aus Versehen ein bisschen gespult habe. Die Schwäche stört mich auch nicht. Deswegen Drachenwut und tschüss. 50 Schaden ausgenockt. Shiggy und Sieg. Team GR Nummer 1 oder James? Besiegt. Verdammt, schon wieder besiegt. Hier, nimm das. Dankeschön, ein Booster Pack. Was kann das so? Dunkles Machomai, das kennen wir ja schon. Mega Punch mit 30, das ist nicht schlecht. Fling, man kann es wieder ins Deck mischen. Dunkles Elektro. Das ist cool. Energiebombe. Sämtliche Energiekarten werden entfernt. Und an Ende werden die Pokémon auf der Bank gebracht. Wenn wir keine auf der Bank haben, werden alle entfernt. So, Shiggy. Und. Ha. Scheint alles, was ich mache, ist Seufzen. Vielleicht wundere ich mich, ob du unschlagbar bist, Kind. Naja, verloren ist verloren. Ich öffne die Tür. Sesam, öffne dich! Geh schnell, Liz wartet für dich im anderen Raum. Sie ist wesentlich stärker als ich, also geh voran. Liz, du bist Liz? Oh, darf ich jetzt schon ran? James ist so unverlässlich. Ich bin Liz. Natürlich bin ich auch ein Mitglied von Team GR. Ich denke, dass ich gerade mit Keldi, dem Team, das sich Team GR widersetzt, rede, richtig? Ich glaube, du suchst für einen Verpacker für die Grasmünze. Allerdings musst du mich besiegen. Dann duellieren wir uns, aber ich wollte gerade erst die Blumen hier wässern. Aber bevor wir anfangen, habe ich eine besondere Regel. Ich kämpfe nur gegen Gegner mit Pflanzen als ihre einzigen Energiekarten. Die einzige Bedingung für ein Duell. Möchtest du dich mit Liz duellieren? Nein. Okay. Dann müssen wir wohl unser Nature-Deck einmal abbauen. Nein, kein Deck. So, ich werde erstmal hier die Decks ausbauen und im nächsten Part sehen wir uns mit einem reinen Pflanzendeck. Also, wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein und ciao.